Hallo und herzlich willkommen zur Auflösung meines Rätsels, das ich euch damals mal gestellt habe. Und zwar, ja, würde ich sagen, wir lösen das Ganze jetzt erstmal auf. Und, ja gut, die Gewinne zeige ich daher am Ende. Also, ich hatte ja vor einer längeren Zeit mal ein Rätsel gestellt, hatte ich auch auf YouTube gezeigt und so, und wir lesen uns erstmal nochmal die Regeln durch. Herzlich willkommen beim Rätsel. Hier musst du 5 Codes Regeln, keine Hacks benutzen. Andere Teilnehmer nicht spoilern, wie der erste Code ist XXX. Alles ist machbar. Die Lösung nur posten, wenn du alle Codes hast. Hier noch ein paar Tipps. Es müssen manchmal Dateien heruntergeladen werden. Manchmal muss man eine Datei auch genauer untersuchen. Nicht alle Codes auf www.girlplay.com, sondern auch auf anderen Webseiten. Es werden gegebenenfalls auch andere Programme benötigt. Meine Fresse, ich kann sie ja nicht lesen. Alle gegebenenfalls benötigten Programme sind kostenlos. Alle Codes können im Normalfall nur in der richtigen Reihenfolge 1 bis 5 gefunden werden. Alle Codes sind fünfstellig und können Zahlen, Buchstaben und Buchstaben enthalten, zum Beispiel X5, XX8. Das ist übrigens kein Code, den es wirklich so gibt. Also das ist jetzt nicht irgendwie echt erste Code oder so. Hinweise: Um an den nächsten Code zu kommen, findest du, indem du den vorherigen Code hinter bit.ly schreibst. Zum Beispiel, du hast den Code 2 gefunden und suchst einen Code an, dann gibst du bit.ly/ Code 2 ohne die Klammern. Natürlich, die Klammern sind natürlich nur da, dass du jetzt hier nicht irgendwie bit.ly/Code 2 schreibst, sondern natürlich hier den richtigen Code dran schreibst. Das wäre ja viel zu einfach. Ursprünglich war das übrigens auch nicht so gedacht, dass ich das hier mit reinschreibe. Ursprünglich war gedacht, dass ich das selber rausfinden sollte, aber habe ich mir dann später gedacht, das kann man so gar nicht rausfinden, weil ich meine, woher soll man denn wissen, dass man bit.ly benutzen muss und sowas weiter. Deswegen habe ich das dann doch mit reingeschrieben, weil es doch irgendwie möglich sein soll. In der Adresstaste ein und bleibe immer auf dem Laufenden. Hier. Könnt ihr mal draufklicken, dann landen wir auf der Rätselseite hier, die ihr mal wieder nicht richtig geladen bekommt. Aber hier fehlt doch noch was. Hier fehlt noch was. Komm, ladet bitte mal ein bisschen schneller jetzt hier. Komm, da kommt es jetzt alles. Also hier. Mittlerweile habe ich das jetzt auch geschlossen, weil das Rätsel ist auch jetzt mittlerweile geclosed. Und der ganze Start mit diesem Bild. Gut. Ich würde sagen, wir machen das jetzt nicht so, ich laber ja alles durch, sondern ich würde sagen, wir machen es ein bisschen spannender. Du hast die Lösung gefunden, dann postest du daran, denke dann an den RSVTOR-Namen. Ich habe jetzt hier extra mal ein bisschen Platz gelassen, dass ich jetzt mir jetzt hier nicht direkt auf die Lösung scrolle, denn der Gewinner wird am Ende verkündet. So. Da würde ich sagen, downloaden wir uns erstmal dieses Start.jpg. Her damit. Gut. Die ziehen wir uns jetzt erstmal auf den wunderschönen Desktop. So, nun haben wir also das Bild und das könnte man jetzt hier ganz normal einfach mal öffnen. Mache ich jetzt einfach mal, zack, da ist es. Könnte das natürlich denken, okay, ich zoome mir einfach mal vielleicht mal ein bisschen ran, vielleicht ist es ja hier irgendwo in dem Bild versteckt oder so. Und ich muss sagen, so ist das nämlich nicht. Und hier muss ich sagen, hier habe ich einen kleinen Fehler drin gehabt. Denn man konnte das Ganze viel einfacher lösen, als es eigentlich gedacht war. Erstmal zu der Lösung, wie es überhaupt gedacht war eigentlich. Ursprünglich war es so gedacht, dass man mit einem Hex-Editor, habe ich jetzt einfach mal den hier genommen, das Bild öffnen muss. Das Ganze dann hier so reinzieht und das Ganze dann, warte, hier unten finden konnte. Da sehen wir, finden wir hier den Code. Der ist hier. Dann ist mir eigentlich später aufgefallen, als mir schon eine Lösung eingesendet wurde, dass das Ganze eigentlich auch viel einfacher zu finden werden könnte. Ich hätte es natürlich auch so machen können, dass man es das hierüber nicht finden kann. Indem ich einfach. Ja gut, wisst ihr, wie ich es gemacht hätte? Richtig. Ich hätte einfach. Ich hätte jetzt den ganzen Text hier in eine verschlüsselte Datei reintun können, die Dateien hier reintun können, die hätte man nämlich so einfach nicht lesen können hier drin. Und ja, und zwar konnte man das folgendermaßen einfach lösen, indem man einfach den Editor öffnet. So. Und das Ganze da reinzieht. Das Ganze sieht jetzt hier nicht gerade viel schöner aus, aber wenn ich jetzt hier ans Ende scrolle. Moment, mal was größer machen. Na, wo ist er, der Code? Code, wo hast du dich versteckt? Die Datei jetzt schon geändert oder wo ist jetzt der Code? Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Danke, Taskleiste. Ah, da unten. Die Quelle waren ihn auch hier. Und der erste Code ist KWN2E. Ich würde sagen, den probieren wir uns auch nochmal in den Editor rein. Also, so war das Ganze ursprünglich nicht gedacht. Doch, ich habe das jetzt nicht irgendwie nicht bestraft oder so, wenn das gemacht hat. Warte, wo ist jetzt der Editor? Windows 10, ey. So. Ursprünglich war es halt mit dem Hex-Editor gedacht, aber. Ich sag mal, wenn ich es so gemacht habe, dann habe ich auch keinen bestraft dafür. Also, weil ich meine, es war ein Fehler von mir, nicht vom Ersteller. Deswegen habe ich es einfach mal so gelassen.
Ich hätte zwar jetzt natürlich auch noch so machen können. Wie gesagt, ich hätte natürlich auch eine ZIP-Datei machen können. Und da, ich zeige es euch mal ganz kurz. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier ein ZIP-Archiv mit drinne. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Ich bräuchte jetzt ein ZIP-Archiv. Habe ich jetzt hier zufällig irgendwo eins? Neu, wo ist es jetzt hier? ZIP-komprimierter Ordner hier. Test. Nenne ich es einfach mal hier zum Beispiel Code 1. Da würde ich dann das Bild, dafür jetzt hier das, na, nee, das Bild nicht. Würde ich jetzt aber hier drin einen Text erstellen, muss ich das hier machen, ein Textdokument und dann halt hier hinschreiben den ersten Code jetzt in dem Fall, so. Code 1. Nee, Quatsch, so. Das würde ich dann hier so speichern. Da würde ich halt hier in den, das Textdokument einfach mal Code 1 nennen, dass es nicht zu schwierig ist und das dann hier reinziehen. So, das kann dann hier weg. Und dann würde ich einfach diese ZIP-Datei mit dem Hex-Editor öffnen. So. Dann kann man zum Beispiel jetzt nicht mehr sehen. Man kann zwar hier noch lesen, diese Code 1.txt. Aber ich das jetzt einfach mal kopieren würde. Warte mal, kopieren ging hier ein bisschen schwierig. Kopieren. Und dann würde ich dann nochmal das Bild mit dem Editor öffnen. Ups. So. Warte, wo war das jetzt hier nochmal? Da. Hier ist das Ende. Habe ich das jetzt hier einfach nachkommen? Nachkommen, markiere das. So. Hier einfügen, dann würde das Ganze so sein. Dann könnte man das jetzt nämlich nicht mehr so einfach lesen. Und dann würde ich das so speichern und dann hätten wir halt nämlich das Bild hier so drin. Und wenn man das Ganze wieder extrahieren will, ich mache mal kurz alles zu, würde man dann den Editor öffnen. Also in dem Fall jetzt mal kurz zum Vergleich. Ich öffne jetzt nochmal den normalen Windows-Editor. So. Ist jetzt ziemlich langweilig, was ich gerade zeige, aber egal. Dann kann man das Ganze hier nicht mehr lesen. Man kann jetzt zwar noch lesen, Code 1.txt, aber ihr könnt den Code selber hier nicht mehr lesen, denn lesen könnt ihr den jetzt, indem ihr jetzt hier den Hex-Editor öffnet, das Bild dann da reinschmeißt und dann... Na, wo ist es? Hier, FFD9 und dann halt hier. Ab hier beginnt die ZIP. Was geht mit dem Kopieren hin? Das ist ein bisschen ein Problem bei dem Programm hier. Gibt natürlich auch deutlich andere Hex-Editoren. Und wenn ich das jetzt hier nehme und nochmal einen Editor öffne, das Ganze hier einfüge und das dann save als 123.zip, kann ich die öffnen und dann ist wieder unser Code 1 drin. Und dann ist er immer noch KBN2E. So war es ursprünglich gedacht, aber gut, ich habe mir jetzt gedacht, mit der ZIP-Datei wäre ein bisschen schwierig, das rauszufinden. Deswegen wollte ich es einfach mal so mit dem Text nur machen. Dann ist mir eigentlich aufgefallen, dass man den auch ganz einfach mit dem Windows-Editor lesen kann. Denn alles, was hier auf der Seite steht, kann man auch mit dem Windows-Editor lesen. Also war ziemlich doof von mir. Aber ich habe jetzt auch keinen bestraft, der es so gemacht hat. Gut. Aber nun also unseren Code. Ich könnte vielleicht mal einstellen, dass die Taskleiste nicht dauernd sich verpisst. So, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Also, KWN2E. Jetzt habe ich hier noch kurz den Download-Ding, den hätte ich vielleicht mal vorher schließen sollen. So, jetzt steht hier, wir sollen den in bit.ly slash code 2 schreiben. Also machen wir es einfach mal. Ich schreibe es einfach mal. bit.ly slash KWN2E. Das tippen wir hier ein. Und schon landen wir auf einer anderen Seite, und zwar auf einer Google Drive-Seite, wo wir einen QR-Code finden. Das kann ich jetzt hier leider nicht zeigen. Ich habe nämlich gerade mein Handy hier liegen. Dann scanne ich den damit einfach mal mit dem Scanner. So. Und schon scannen wir den. Dann zeigt mir jetzt mein Handy, mein wunderschönes Handy an. Der Code 2 lautet XR9ZY. Kann ich jetzt leider hier nicht aufnehmen, aber es ist so. XR9ZY ist in dem Fall der Code. Ich hoffe, das glaubt ihr mir jetzt alle. Ihr könnt es ja selber nochmal nachprüfen. Einfach ein Video scannen oder halt so nachmachen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. So. Nun geht das Spiel so weiter. Wir tippen einfach mal wieder bit.ly slash den Code 2 ein. Und schon landen wir hier auf einer neuen Seite. Wieder diesmal hier auf der Hinweise-Seite. Hat jetzt hier einen sehr komischen Link, dass man ihn nicht ganz einfach nachprüfen kann, nicht nachsuchen kann. Der Code befindet sich auf www.finkopfwünschen.com slash Rätsel slash Fragezeichen. Du benötigst die vorherigen Codes. Jetzt kann man sich natürlich denken, okay, gehe ich einfach mal wieder auf die Rätselseite zurück. Und gehe, warte mal, ich mache das mal ein bisschen anders. Ich kopiere mir die Seite nochmal ganz kurz. Das R hat er jetzt nicht richtig übernommen, aber egal, das stört jetzt hier nicht. So, slash Fragezeichen. Da könnte man sich doch denken, okay.
Ich muss aber jetzt bestimmt vielleicht irgendwie das hier dahinter schreiben, vielleicht, weil ich brauche die vorherigen Codes. Schreibe ich erstmal das eine dahinter. Das Ganze wurde eigentlich nicht gefunden. Vielleicht muss ich dann ja noch irgendwie die anderen Codes noch dahinter schreiben. Dass ich irgendwie beide Codes brauche. Das Ganze dahinter schreibe und das Ganze wurde immer noch nicht gefunden. Vielleicht muss ich die ganzen Codes ja auch mit einem Slash trennen. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal einen Slash dazwischen mache, geht das vielleicht so. Und ja, das Ganze hat funktioniert. Jetzt haben wir den Code 3. Er lautet O8QW5. Hat es natürlich auch wieder in unseren Editor hier reinkopiert. Zumindest auch wieder hier die VM. Diesmal funktioniert es komischerweise wieder mit der VM. So, nun gehen wir an das nächste natürlich wieder. Das kann weg da oben. Bit.ly slash QW5. Der Code 4 befindet sich auf der gleichen Seite wie Code 3. Du musst etwas tiefer in die Webseite abtauchen. Okay. Gehen wir also wieder auf die gleiche Seite wie vorhin. Das ist nicht die gleiche Seite, verdammt. Rätsel/. Moment, ich vielleicht hätte ich vorhin mal nicht schließen sollen, wäre vielleicht meine Idee gewesen. Aber egal, jetzt schätze ich auch nicht mehr. Moment, gleich habe ich es geschafft. So. Auf der gleichen Seite. Hier sehen wir allerdings nichts. Ich kann dann hoch und runter scrollen, wie ich will. Hier finde ich nichts. Auch hier irgendwie ist auch nichts versteckt oder wenn ich ganz was markiere, seht ihr hier ist auch nicht wie, so wie im Adventskalender was versteckt oder so. Und ja, eine Überschrift gibt es hier auch nicht. Jetzt könnte ich mir vielleicht denken, okay, vielleicht kann ich ja im Quelltext nachschauen. Vielleicht finde ich ja da irgendwas. Das ist natürlich jetzt für den einen oder anderen sehr unübersichtlich. Und jetzt sehe ich ja hier, der Code 3 lautet 8QW5. Vielleicht suche ich einfach mal nach Code 3. Beziehungsweise vielleicht einfach mal nach Code 4. Vielleicht finde ich den ja. Das heißt, ich drücke STRG F und gebe einen Code 4. Und wie ihr seht, der Code ist hier tatsächlich gefunden worden. Der Code 4 lautet VEP12. Ihr seht, das Ganze ist natürlich jetzt hier mit Hidden. Habe ich natürlich dafür gesorgt, dass das Ganze hier nicht zu sehen ist. Das heißt, so gesehen, hier ist das herzlichen Glückwunsch. Das seht ihr auch hier. Und irgendwo müsste ja auch jetzt der Code 3 sein. Moment. Code 3, da ist er. Und hier unten mit einem Hidden Tag habe ich so gesehen dafür gesorgt, dass es einfach nicht da ist und dass man es nicht sehen kann. Im Quelltext kann man es natürlich sehen. Und da sehe ich hier den Code 4. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist fies. Ursprünglich war die Idee übrigens ein bisschen anders. Also ursprünglich war das ein bisschen anders gedacht, dass ich einfach hier ganz viele Leerzeichen mache und irgendwo ganz klein dazwischen schreibe ich dann den Code 4. Das wäre allerdings ein bisschen, da wäre die Seite allerdings ein bisschen unübersichtlich und hässlich und deswegen habe ich mir gedacht, mach ich jetzt einfach so, wäre es auch irgendwie ein bisschen sinnvoller. Und ja, deswegen habe ich es dann so gemacht. Gut. Nun haben wir also den Field Code. Den brauche ich eigentlich gar nicht mehr, den Editor. Jetzt haben wir die 1, 2, 3, 4 und jetzt fehlt nur noch der fünfte. So, wie kommen wir natürlich an den fünften, indem wir den natürlich wieder hinter Bitly schreiben. So. Code 5 Hinweise. Gut. Dieser Code befindet sich auf www.p.com slash Fragezeichen. Du benötigst alle anderen Codes dafür. Okay. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich wieder machen, dass ich einfach wieder hier das hier wegmache und dann vielleicht mal alle kopiere oder so. Und die dann hier hinterschreibe einfach mal. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal zur Sicherheit vielleicht um Slash alle zu trennen. Vorhin war es ja die richtige Lösung. So. Machen wir es einfach mal so. Doch das hat nicht funktioniert, wie wir sehen. Die Seite wurde nicht gefunden. Vielleicht muss ich das ja doch ohne Slashes machen. Das mache ich erstmal so. 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 Schicken wir es einfach mal ab. Und wir sehen, der Code 5 lautet 1THBF. Code 5. Ich habe Code 1 gesagt, oder habe ich Code 5 gesagt? Also 1THBF. Auch wieder hier rein damit und schon haben wir alle 5 Codes. Jetzt bin ich mal gespannt, weil es mich selber interessiert, ob ich hier ein kleines Secret eingebaut hatte. Ursprünglich war die Idee, ein Secret einzubauen, habe ich es gemacht. Habe ich das gemacht? Nein. Habe ich nicht gemacht. Also, ursprünglich war gedacht, hier, dass ich vielleicht noch ein Secret einbaue. Wenn man den Code 5 dann noch hinter Bitly schreibt, dass man dann in ein Secret kommt, aber leider habe ich das vergessen einzubauen, beziehungsweise ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Gut. Nun haben wir also alle 5 Codes. Und
Es gibt einen glücklichen Gewinner, der ja eine Belohnung bekommen hat. Und zwar eine richtige große Menge, glaube ich, zumindest mal, an Credits. Und zwar, wir scrollen einfach mal nach unten. Und ja, gewonnen hat Trommelwirbel. Hier seht ihr die Antworten. Und gewonnen hat jemand, der mit Locksmir, hat er sich hier im Dings genannt. Erster Code, richtig. Zweiter Code, richtig. Können Sie mal ganz kurz hier abprüfen. Scheiße, das wird gar nicht so. Richtig, 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 richtig. PS, wirklich netter Schnitzeljagd, das mit Bitlei war gemein. Ja, ich weiß, das habe ich auch später erst hinzugefügt mit dem Bitlei. Ursprünglich war es ja nicht so gedacht, wie gesagt. Jetzt wird der Name Leilana. Also herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast eine ganze Menge an Geld gewonnen, eine ganze Menge an Credits. Die werden dir auch in der nächsten Zeit jetzt zustehen. Ich werde, mach das sogar jetzt vor euren Augen. Mit den Credits. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so. Und zwar werde ich mal ganz kurz jetzt noch in Star Wars oder Hubblick switchen. Also herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast eine richtige Menge gewonnen. Ich würde sagen, jetzt switchen wir erstmal in Star Wars. So, da wären wir jetzt erstmal in-game. Und zwar die Belohnung ist folgende. Und zwar dieser ganze Haufen. Da denkt ihr wahrscheinlich, hey, was ist denn das jetzt? Das sind Credit-Regen und Credit-Explosionen. Ja, die Dinger, die werde ich verschenken. Alle an Leilana, weil du hast ja gewonnen. Ich habe dir gesagt, eine große Menge an Credits. Ich weiß nicht genau, wie viele das sind. Habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Ich mach's mal schnell. So, ich habe das Ganze jetzt mal durchgerechnet. Also ungefähr müssen das 2,4 Millionen ungefähr sein. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele das jetzt sind. Ich weiß auch nicht genau. Das ist immer so ein bisschen random, was hier so drin ist. Ja gut, ist jetzt nicht allzu viel, aber ja gut. Manchmal kann ich jetzt nicht verschenken, weil ich will jetzt auch dein Postfach hier nicht total vollhauen. Und ich kann leider keine Credits direkt verschenken, also würde ich das vielleicht machen, weil ich habe ja hier im Vermächtnislager noch ein paar Millionen drin. 14 Millionen habe ich derzeit. Gut, würde ich sagen, verschenke ich das Ganze jetzt erstmal hier. Dafür habe ich jetzt hier schon mal einen Text vorbereitet. Ich denke mal, das ist nicht schlimm, wenn ich dir ein Video zeige. Zack, da ist er. Und ja, das Problem ist, ich muss das jetzt alles einzeln verschicken. Das heißt, das könnte jetzt sich ein bisschen in die Länge ziehen und das mache ich jetzt mal ganz kurz. So, jetzt mittlerweile ein bisschen später habe ich es jetzt endlich mal geschafft, die ganzen Dinger zu verschenken. Ich habe jetzt hier sogar noch einen Inventar, der ist aber leider noch gebunden, sonst hätte ich den jetzt auch noch verschickt. Also nochmal Grüße an dich. Ich hoffe mal, du hast die ganzen Sachen alle bekommen und du freust dich darüber. Leider habe ich nicht mehr von den Dingern, sonst hätte ich wahrscheinlich auch mehr gemacht, aber wahrscheinlich habe ich dir jetzt das Posti total, wahrscheinlich sowieso schon total zugemüllt. Das ist halt jetzt dummer immer, dass man halt immer nur eine Sache verschenken kann. Hier, seht ihr ja hier. Man kann leider nicht mehr verschenken, das ist leider doof. Das heißt, ich muss alles einzeln verschicken. Credits habe ich noch genug, okay. Und leider kann ich die Credits auch so nicht verschicken, sonst hätte ich das gemacht. Ja gut. Da würde ich erstmal sagen, das war es hier erstmal für die Rätselauflösung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, bis bald und ciao.